Hallo Leute! Ja, Hallo und herzlich willkommen zu Aua, drei schäbige Spiele. Dem Format, in dem wir quasi Spiele, die ausgestoßen wurden von ihren Eltern und auf die Straße geschmissen werden. Aber dann gibt es doch einen Ort, wo sie aufgehoben werden. Quasi das Waisenhaus aller Videospiele. Lemoir. Wir nehmen die Scheiße von der Straße auf und spielen es durch. Heute in einer Sonderausgabe, denn wir haben ein Thema. Simulatoren. Normalerweise würden wir jetzt einfach auf Steam schauen und gucken, was uns da so begegnet. Heute hat die liebe Redaktion eine kleine Liste angefertigt mit Spielen, die ich mir doch mal anschauen möchte auf Log. Da habe ich jetzt auch noch gar nicht reingeschaut. Also, First Look. Millennial Simulator. Work, Earn Cash, Pay, Rent, Upgrade, Eat, Sleep, Explore, Repeat and Suffer. Ja, voll selbsterklärend. Alter. Heftige E-Gitarre. Alter, ein Meme. Noch mehr Millennial-Memes. Never buy a house! Get rejected. Hey, das ist literally mein Leben. Alles. Alter. Ja, das war quasi mein Leben. Geil. Messi. Also Unordnung, nicht der Fußballer-Simulator. Ah. EFGH, Escape from Garbage House. Japanisch. Müllhaus-Fluchtspiel. Kein Sound. Unten rechts? Was war da unten rechts? Unten rechts ist gerade einfach die ganze Zeit ein Polizist gelaufen auf der Stelle. Digga, nicht mal. Die können nicht mal eine totale, einfach nur eine totale sein lassen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist man Messi, aber man möchte aufräumen. Und dann kommt aber immer die Polizei und sagt: Nein. Das war jetzt freie Interpretation von mir, was es mit diesem Spiel auf sich hat. Aber was verbirgt sich tatsächlich dahinter? Die Reinigungskräfte führen die Säuberung mit einer körperlichen Aktion durch, bei der sie den Müll mit beiden Händen auskippen. Je nachdem, wie sie die Arbeit angehen, können sie Krähen oder Polizeibesuche bekommen. Reinige das Haus durch Gespräche. Wir schauen mal ins nächste. Monkey Business. Banana. Ich bin ein Bananenbaum. Ah! 500 hat er geknackt. Nicht schlecht. Das ist ja der absolute Hammer. Kommt im Warenkorb. Seht's? Bleib. Und los! So, jetzt haben wir als nächstes Haley 3D Feed Poser Light. Was spielt man denn? 15 Euro! Beliebte benutzerdefinierte Tags für dieses Produkt: Laufsimulator, Souls-like, Anime, Inhalte, NSFW, Digga. Romantik. Dating-Simulator. Horror. Abenteuer. Digga, was? Was? Also, wenn ich jetzt mir die Tags anschaue, und es gibt ja Feed-Fetisch, kein King-Shaming, ne, auch kein Fetisch-Shaming. Und da sitzen dann Leute, die sich denken, boah, geil, es kam im Mai-Update Raytracing raus. Jetzt sehen die Füße noch besser aus. Oh ja! Das nächste Spiel, es heißt Watt. Also Watt, also deutsches Watt. Oh, kennt ihr noch diese Oma? Das würde ich Millennial-Jokey-Zeug hier. Versteht ihr? Diese Oma, die immer so geguckt hat. Und dann gab es immer so Watt und Meme.
Ah, ich höre auf. Abfahrt. Hä, ist das GTA auf Crack? Warum wünscht sich das GNU? Ich schwöre, das ist so ein Spiel, wo der komplette Inhalt im Trailer gezeigt wird. Und das war's. Aber er hatte schon gutes Potenzial, glaube ich. Also gerade die Soundeffekte haben mich überzeugt. Wisst ihr was? Wir tun das für 10 Euro. Es schmerzt sehr. Aber GNU wünscht sich das. Vielleicht kann ich das dann empfehlen. Ab in den Warenkorb. Psychologen-Simulator. Are you envious of others? Yeah, because they don't deserve anything good. Moment. Leute, es ist wieder soweit. Das ist mit einer schönen Realverfilmung. Bitte mach den Mauscursor weg. Ist nicht meiner. Could you describe those nightmares? My nightmares are filled with horrors. What is a brekkahim? Abrakahim is a substance made by government to spy on me. Nein, ich habe noch nicht mit meinen Eltern darüber gesprochen. The most boring life ever 2. Work from home. Hälfte des Trailers ist rum. Ist das braune der Himmel? Also Leute, jetzt sind wir wirklich angekommen bei der größten Zeitverschwendung eines Lebens. Ihr könnt einfach ein Spiel spielen, in dem nichts passiert, wo es wirklich einfach nur, der Titel sagt es, um Langeweile geht. Kellner-Simulator, Waiter. Junge, die Mucke. Es ist von so einem Hotelkette, so ein Marketingfilm, wie der so losgeht. Von so einem Hotel und da sind einfach schöne Bilder, wie sich Gäste im Hotel entspannen. Dann kommen noch so Schriftzüge, haben Sie eine gute Zeit. Bei Spandau Hotelübernachtung 23. Ah, ah, na, na, na. Dann kommt so eine Frau und gesingt sagen, na, 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 na. Feel good here in Spandau and have a good time. Warte mal, jetzt habe ich gar nicht auf dem Trailer. Der ist auch einfach nur rumgerannt, nimmt Bestellung auf, holt die Getränke und bringt die. Wie sie alleine da auf dem Dancefloor. Ja, komm, leck mich, Alter. Das spiele ich doch nicht, Junge. Der von Arbeit flüchten Simulator. I wanna go home. Let's fetz. Und immer diese Mannequins, ey. Das war jetzt so ein Mix. Die Figuren aus Lego und Minecraft, ne? Ich check das Spielprinzip nicht. Ja, du bist halt... Oh mein Gott, kommt immer der Boss? Jetzt slappt er ein. Wenn man mal überlegt... Also es gibt ja so mind-blowing Movies, hier Interstellar, The Inception, wo man so denkt, aber jetzt überlegt euch mal, wir kratzen hier einmal im Monat immer nur an der Oberfläche von Scheiße-Steam. Wenn man überlegt, was man auch alles nicht sieht, was man alles verpasst. Wir stolpern hier so drüber und es ist jetzt kurz unsere Realität, aber denkt doch mal nach, wie krass ist das? Wieder Hühnerbälle. Dating Simulator. Ach du Scheiße. Oh nein. Oh nein. Bisher sieht's aus wie The Long Drive. Mein Gott, auch die Mucke dazu, es ist alles schlimm. Aber actually haben wir nicht ein Date gesehen, oder? Hello. Hi. Das ist sehr vielversprechend, bin ich ehrlich. Das ist schon... Hooker-Dating. Leute, das ist Shisha-Bar-Simulator. Ich hätte 2 in 1 haben können!
Das ist vom gleichen Publisher. Die haben auch Internet-Café-Simulator rausgebracht. Oh, weia. Ja, ab in Warenkorb. Ja. Und hoch. Und ab in den Korb. Leute, niemals was trinken, wenn ihr ein dreischäbiges Spiel startet. Mein Gott, ich höre nichts mehr. Was muss ich machen? Ah, das ist das Menü. Alter, warte mal. Ich hatte mal für Stronghold Crusader eine Klicker-Software, wo ich einstellen konnte, wenn ich einmal klicke, klicke ich 20 Mal. Also ich habe jetzt hier ein Autoklicker-Programm. Da kann ich einstellen, wenn ich die mittlere Maustaste drücke, wie oft ein Klick wiederholt werden soll. Das heißt, wenn wir jetzt Monkey Business nochmal starten und wir dann 10.000 Start. Was ein Scheiß. Ach du Scheiße. Ich habe, glaube ich, fast meinen Computer abgerissen. Monkey Business ist das wohl spektakulärste Spiel des Jahres. Ich hoffe, die ESL organisiert bald Ligen für den sportlichen Betrieb dieses famosen E-Sport-Titels. Mein Rekord liegt bei 6077. Deal with it. Nee, das ist cringe. Müsst ihr wissen. Kommentare erlauben. Ja, empfehlen. Klar. So, jetzt bin ich ganz gespannt, weil es kommt. Was? Hä, was ist das für ein scheiß Cursor? Kampagne oder Sandbox? Sandbox, oder? Ich will die pure Freiheit. Dafür stehe ich. Schön. Oh, ein Vorhang. Ja, dann gehen wir mal raus. Mit E öffne ich die Türen. Super. Hier ist mein Büro. Neben der Eingangstür der Fernseher. Was für ein beschissener InDesigner war denn hier tätig? Ist alles so leer. Ja, gut. Ist ein Haus. Verstanden. Ach so. Alter, ich war gerade für einen Moment so verwirrt. Oh, schön. Sind wir auf Kreta? Na gut, dann gehen wir einfach mal. Servus, was geht? Junge, der geht ja wie ein Boss. Hammer. Ich kann mit denen reden. Schlag mich für 15. Jage mich für 200. Oh mein Gott! Ich wusste nicht, dass der eine Gun rausholt. Hä, und jetzt? Wie hänge ich den ab? Ey, bitte. Bitte, kannst aufhören. Ich gebe dir die 200 Tacken wieder. Die gehen ja alle so. Die haben alle diese Cap und die Sonnenbrille. Hey, ja. So, gibst du mir jetzt die 200? Wir haben doch genug gespielt. Klasse. Also Sandbox ist jetzt schon sehr sandboxig. Ich kann nicht mal Auto fahren. Ist ja alles scheiße. Okay, jetzt geht's los. Kann ich hier umfahren? Jo, den hat's zerrissen. Okay, krass. Ist ja ein geiles Game. Ja, geht's weiter. Und was bringt jetzt mir dieses Spiel? Also, was kann ich denn jetzt überhaupt machen? Wo sind wir denn? Da gibt's Foxy Donuts? Okay, wir gehen erstmal zu Foxy's Donuts. Servus. Oh, ich habe mir Geld verdient.
Warum seht ihr alle so aus? Seid ihr ein Kult? Folgen Sie mir. Hä? Digga, ist das ein beschissenes Spiel. Ein schäbiges. Hallo. Warum sehen die alle so aus? Das ist ja so wild. Hä? Die gehen in die Hocke, wenn die mir folgen. Der versperrt jetzt meinen Weg. Die folgen mir jetzt beide. Oh mein Gott. Warum hocken die denn? Folgst du mir auch? Und du? Folgt mir. Oh mein Gott. Ich fühle mich wie so ein Pokémon-Trainer. Was ist das denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hoppala. Oh Gott, ich überfahre ihn. Wow. Okay, entspannt euch. Hallo. Ich bin... Was passiert? Ich habe geklickt, folgen Sie mir. Was passiert? Wo bin ich? Ich bin im Boden. Was ist das für ein dummes Spiel? Wir spielen jetzt mal die Kampagne. Ist doch bestimmt auch geil. Also die Kampagne ist literally genau das gleiche Game. Genau das gleiche Game. Nur, dass uns ein halbnackter Typ mit einer Handykamera hinterher rennt. Da passiert halt wirklich nichts, ne? Gibt halt hier diesen Ort und die Leute und einen Bären, der mit dem Fuchs immer chillt. Keine Handlung, keine Aktion, keine... Also Interaktion gibt es, die sind heftig. Man kann oder Folge mir machen. Warum? Warum muss ich so eine Scheiße spielen? Liebe Gnu, ich kann dir dieses Spiel auf keinen Fall empfehlen. Denn es findet in einem von Männern dominierten Welt statt. Ich muss Männer natürlich korrigieren. Männerturnern, domizilierten Welt statt. Zudem ist die einzig wirksame Interaktion mit diesen Männerturnern der Befehl, einem zu folgen. Das ist alles so bastard. Ich kann nicht mehr schreiben. Was ist das für ein Satzbau? Das ist alles für den Arsch. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Liebe Gnu, spiel dieses Spiel auf keinen Fall. Es ist scheiße. Nein, aus. Pfui. Auch nicht lustig. Nein. Ich wurde vom Trailer gebaitet. In Klammern mit Ansage, Klammer zu, müsst ihr wissen. Habe ich es jetzt empfohlen? Okay, unsere letzte Hoffnung. Dating Simulator. Ich höre nichts. Okay, spielen. Oh. Perfekt. Haare? Ja, komm, wir nehmen die. Und die Schuhe. Nee, Schuhe keine, oder? Ja, genehmigen. Name? Sterzig. Ab heute werde ich mein Leben verändern. Ja. Drücken Sie Tab, Telefon einschalten. Finder-App. Oh, Anmeldegebühr $25, egal. Ich habe nicht genug Geld, ich muss etwas Geld verdienen. Steigen Sie draußen in das Fahrzeug und gehen Sie zum Arbeitsbereich. Oh mein Gott, Alter. Der wohnt richtig auf. Oh mein Gott. Schön auf dem Land, sag ich mal, ne? Guter Sound. Ja, dann fahren wir mal. Guck mal, aber hier, das ist jetzt mal ein gutes Gegenbeispiel. Hier wird man schön an der Hand genommen und man weiß, was Phase ist. Wir wollen unser Leben verändern, Tinder installieren. Dafür brauchen wir aber Geld. Also arbeiten wir. Ah, ich arbeite schön auf dem Bau? Geil. Servus. Die Aufgabe ist einfach. Erledigen Sie die Bauaufgaben und erhalten Sie $10 pro Aufgabe. Die Overlays. Okay, ich kriege jetzt $10 pro Aufgabe. Halt es. Klasse. Sprich mit dem Chef und kündige den Job.
Okay, Digga, wir haben genug für Tinder. Reicht auch mit Malochen. Dann macht mal schön weiter, ne? Frohes Schaffen. Anmelden. Du, sie passen. Annahme. Junge, es ist so brutal schlecht übersetzt. Jazz. Oh mein Gott! Ich sehe nichts! Lass uns heute treffen. Direkt zur Sache. Dann fahren wir mal zu unserem Date, ey. So einfach geht das. Wollen wir uns heute treffen? Zack! Die Mädels stehen auf Macher, ich sag's euch. Hallo Jazz. Servus. Du bist endlich gekommen. Endlich, Junge? Das waren 2 Minuten. Du bist zu langsam gekommen, dein Auto ist kaputt. Es sieht auf deiner Kleidung nicht besonders gut aus. Die Person, die ich treffe, muss etwas Geld haben. Soweit ich sehen kann, haben sie keine. Vergiss es, meine Liebe. Lass uns spazieren gehen. Richtig. Nicht aufgeben. Immer dranbleiben, Leute. Verpiss dich. Nehmen Sie die $200 und kaufen Sie sich... Was? Die hat mir jetzt $200 gegeben? Und ich soll mir Klamotten kaufen? Oh mein Gott. Ja, ey, sowas kann passieren, Leute. Wenn ihr nach dem Spaziergang fragt, da gibt's doch mal als Antwort, verpiss dich, hier sind 200 €, geh dir Klamotten kaufen. So, da sind wir. Neue Klamotten kaufen. Ja, das ist echt so GTA-mäßig, ne? Oh mein Gott. Sterzig, was hast du denn gemacht? Ich hab das ganz vergessen, wie du aussiehst. Dann gehen wir mal Klamotten shoppen. Boah, eine frische Lederjacke. Perfekt. Perfekt. Jetzt bin ich gestylt. Versuchen Sie, die Kopplung über die Finder-App durchzuführen. Was für eine Kopplung? Hä, aber was ist jetzt aus Jazz geworden? Na gut. Nächstes Date. Ich komme gleich zur Sache. Komm zu der Adresse, die ich dir dringend gegeben habe. Ich warte auf dich. Es ist unser Schicksal. So, dann fahren wir jetzt mal zu unserem zweiten Date. Das erste ist ja leider... Ja, ist leider auch nicht ein Date geworden. Aber wir haben 200 Tacken for free abgeräumt und jetzt haben wir ein freshes Outfit. Und jetzt fahren wir zu Mary und die will nichts anbrennen lassen. Hi, Mary. Was ist mit ihrem Gesicht? Lass uns etwas essen gehen. Nice. Scheiße, ich habe nur $10. Okay, wir gehen was essen. Klar, klar, klar. Oh mein Gott. Holy shit. Was machst du im Boden? So, ich bringe uns sicher zum Restaurant. Und Kurve. Boah, wenn das nicht cool war, Mary. So, aussteigen. Oh mein Gott, ich glaube, ich date einen Zombie. Oder? Na gut, komm, wir gehen rein. Okay, hi. Hey, how are you? Ich setz mich mal. Und jetzt? Den Kellner anrufen. Hallo, Kellner? Mm. Yo. Andere Person bestellen lassen. Natürlich, ladies first. Hä? Schon da? Krass. Genauso wie ich es möchte. Ich habe sorgfältig bestellt, weil ich Vegetarier bin. Du hast das gut gemacht. Für welche Hobbys interessieren Sie sich? Musik. Ich hasse Musik, es bereitet mir nur Kopfschmerzen. Ich kenne nur eine Person auf der Welt, die keine Musik hört und das ist Trimax. What the fuck? Hier ist ein Staubsauger unter mein Zimmer, ich darf hier nicht rein! Ich übernehme die Zahlung, ich erwarte von dir... Das geht da so schnell und das ist so schlimmes Deutsch. Nehmen Sie tatsächlich die $50... Was? Also, ich glaube, das Spiel zielt halt darauf ab, dass man... Slow and steady, so sein Leben verbessert, reicher wird. Da konnten wir eben... Du fährst falsche Straßenseite, du Affe! Hey, lass mal fahren! Du Arschloch! Also eben konnten wir ja auch ein Haus verkaufen, dass man so dann immer mehr Ansehen gegenüber dem weiblichen Geschlecht hat, weil die stehen auf weltliche... Güter, die man besitzt, ist doch klar, yo. Und dann kriegt man immer heftigere Chicks, wie die Kids sagen würde. Und dann ist alles auf Lock, versteht ihr? Ich würde es jetzt hierbei mal belassen, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, jetzt schreiben wir eine Rezension. Es war auf jeden Fall bedeutend besser als Watt. Hier könnte man legit ein Let's Play draus machen, glaube ich. Wär weltbewegend. Alter 4. Ein durchaus realistischer Einblick in mein Leben, bevor ich Tamina kennenlernte. Warum ist das jetzt schon wieder Rechtschreibfehler? Tamina, Stamina. Oh Mann, das bringt mich immer raus, diese Autokorrektur. Grafisch herausragend, toll inszenierte Charaktere und
Snoop Dogg ist auch dabei. Snopken. Ich meinte natürlich Snopken Sock. Alles an Steam ist verflucht. Ja, weil kann man, guck mal, Gnu wünscht es sich, Gnu besitzt es bereits, natürlich. Ich würde gerne mal ihre Bibliothek sehen. Ihre Steam-Bibliothek würde ich gerne mal sehen. Ey, wir sitzen hier so oft und Gnu hat das Spiel bereits. Rezension veröffentlichen, Antwort. Ich bedanke mich. Dies war eine weitere Folge Dreischäbige Spiele. Heute wieder mit schönen Simulatoren. Ich gehe jetzt 3 Tage in die Eistonne und wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst doch gerne ein Like da und schaut mal bei der Kanalmitgliedschaft vorbei. Da einfach unten auf den Button klicken, die erkläre ich dann. Tschüssi. Start das Game!